Mein Name ist Rita Böhm. Ich bin Meisterin der japanischen Tuschemalerei, genannt Sumi-e, und lehre in meinem Studio in Berlin vielen Menschen aus Berlin und der ganzen Welt diese nobre Kunst. Ich möchte Ihnen in 4 Videos die wichtigsten Motive der japanischen Tuschemalerei vorstellen. Bambus, wilde Orchidee, Chrysanthemen und Pflaumenzweige werden in Japan und China die 4 Edlen oder die 4 Edlen Herren genannt. Jedes dieser Motive zeigt uns einen neuen Pinselstrich. Die frühen chinesischen Tuschmaler erzählten, dass sie in diesen 4 Pflanzen alle Formen des Universums wiederfänden. Auch hat jede dieser Motive eine tiefe symbolische Bedeutung. Jedes Lernen der japanischen Tuschmalerei beginnt mit dem Studium der Orchidee. Die wilde Orchidee der Gattung Cymbidium, japanisch Tokyoran, wird als ein Symbol der Reinheit betrachtet. Von einem jungen, schönen, zurückhaltenden Mädchen oder von einem Einsiedler wird gesagt, sie leben einsam wie Orchideen im stillen Tal. Die Maltechnik der Orchidee mit ihren grasförmigen Blättern und ihren bescheidenen Blüten besteht aus einfachen Strichen. Ich benutze in meinem Atelier Flüssigtusche. Natürlich können wir auch auf traditionelle Art und Weise reiben. Das ist die schwarze Tusche, genannt Sumi. Und die verdünnen wir jetzt in 2 helleren Farben. Wenn der Pinsel trocken ist am Anfang, gut einweichen. Wenn alle Luftblasen raus sind, nimmt er auch Tusche an. Jetzt mische ich hier ein Grau. Ich muss ausprobieren. Und noch ein helleres Grau. Und mit diesen 3 Schattierungen ersetzen wir die Farben. Wir beginnen mit einigen einfachen Übungen. Der Pinsel wird so gehalten, zwischen 2 Fingern, etwas über der Mitte und in gerader Haltung. Als erste Übung machen wir kurze Striche, die wie Nagelköpfe aussehen, weil das der Beginn unserer Striche ist. Wir setzen immer kurz auf und ziehen weg. Dann probieren wir einen etwas komplizierteren Strich. Punkt, dünn, dick, dünn. Punkt, dünn, dick, dünn. Wichtig ist das schnelle Wegziehen am Ende, um eine gute Spitze zu halten. Dünn, dick, dünn, dick. Das bedarf einiger Übung. Und jetzt kann ich anfangen, meine Orchidee zu malen. Gut füllen. Das nennen wir das Ohr des Elefanten.
Und jetzt male ich die Blüten immer mit heller Tusche, wenn wir keine Farben benutzen, denn es sind zarte kleine Gebilde. Und am Ende kommen hier kleine schwarze Punkte rein und das heißt das Auge des Leoparden. So, und damit ist meine erste Orchidee beendet. Diese Orchidee hat etwas Besonderes. Sie wird mit den Wurzeln gemalt. Orchideen, die mit Wurzeln gemalt werden, haben eine tiefe symbolische Bedeutung. In der Sung-Kaiserzeit in China waren viele berühmte Maler Angehörige der Adelshäuser und bei dem Einfall der Barbaren wurden sie vertrieben und lebten später als Einsiedler fern von ihrer Heimat. Sie malten diese Orchideen ohne Erdreich mit den Wurzeln, um auszudrücken, wie tief sie von ihrer Heimat entfernt waren und wie schwer ihr Leben als Ausgestoßen damals war.